Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Ja, guten Abend, liebe Tabletop-Freunde. Heute mal noch ein Unboxing von was schon vor geraumer Zeit auf den Markt gekommen ist, die Skitari Collector Edition, also die Start Collecting. Warum? Ich dachte mir, erstens, wir haben es noch gar nicht bei uns auf dem Channel und vielleicht interessiert das jemanden. Deswegen wollte ich einfach mal ein Video dazu machen. Ich habe es jetzt auch nicht im deutschsprachigen Raum öfters welche davon gesehen oder allgemein. Deswegen mache ich das. Passend dazu habe ich aber die Upgrade Kits für die Hope Lights und für die Peltasts. Das sind die neuen Elite-Auswahlen für den Skitari-Kodex, die von Forgeworld kommen. Dazu kommen wir dann gleich später noch ein bisschen. Und da ich mir die für meinen Elite-Slot hole, brauche ich auch noch ein paar Ranger bzw. Vanguards, die in der Start Collecting 10-mal auch vorhanden sind, sowie ein Dune Crawler und ein Tech Priest Dominus. Dominus die Dominus, genau. Ja, alternativ kann man aus den 10 Rangern noch 10 Vanguards machen, aber darauf können wir gleich nochmal drauf gucken, wenn es heißt, wir machen es auf. Ansonsten hier noch ein paar hübsche Bildchen drumherum. Da, hopp. Hinten haben wir dann noch ein paar alternative Ausrüstungsgegenstände, ein paar Farbkombis, die man dafür nutzen könnte. Ein Preis, habt ihr nicht gesehen. Aber jeder weiß ja, wie teuer die sind. Ja, dann der Aufbau der Box. Und ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal rein. Viele von euch wissen ja schon, was euch erwartet. Und für diejenigen, die es noch nicht wissen, ist das vielleicht noch interessant. Und für die, die es wissen, ist das vielleicht interessant, was nachher in dem Forgeworld-Paket ist. So. So. Gucken wir mal. Ja, hier fängt es auch schon an mit den Dune-Crawlern. Hier haben wir die verschiedenen Panzerplatten für die Beine. Das sind die Füße. Und ja, gut, das ist halt der komplette Außenchassis von denen. Ja, so wie hier haben wir den zweiten Teil. Der ist noch dabei. Der Deckel, die Seitenpanzerung. Interessanter ist dann wohl eher hier die Auswahl. Da haben wir hier den Vernichtungsstrahler, der Reichweiten skalierend ist. Also umso weiter man weg ist, umso größer wird die Schablone, aber der Durchschlag und die Stärke wird weniger. Bis hin zu Stärke 10 DS1 Single Shot auf einer Reichweite von, ich glaube, 6 bis 9 Zoll war es gewesen. Ansonsten haben wir hier noch einen Phosphor. Ist das der Phosphor? Ja, das ist der Phosphor Blaster. Um für die Skitaris, falls man jetzt Skitari Only spielt, Phosphor Tokens auf die gegnerischen Einheiten zu platzieren. Da sind ja dann im Prinzip nicht ganz so viele Alternativen möglich. Da hat entweder kann man die Alphas mit Phosphor-Serpenter ausrüsten oder diese Phosphor-Pistolen. Und ansonsten halt durch den Dune Crawler. Stärke 6, DS3, 3 Schuss. Ist okay. Also ist im Prinzip der gleiche Profil wie die Castellan Robots haben. So, dann haben wir hier noch, das ist die meistgespielte Variante. Das ist der Neutronenlaser mit Stärke 10, DS2 und 3 Zoll Schablone. Dadurch kann man natürlich, dazu gehört dann noch ein Maschinengewehr mit Stärke 4, DS5. Und der Vorteil an der Sache ist, man kann es doppelt ausrüsten. Das heißt, man kann zweimal Maschinengewehr nehmen und den Laser dazu. Das sind dann 6 Schuss. Also ist schon nicht zu verachten und kostet 5 Punkte das Maschinengewehr. Also lohnt es sich auf jeden Fall, das immer zweimal mitzunehmen. Ja, dann haben wir hier noch die Icarus Waffenstation.
Das ist dann die Anti-Flugabwehr des Skitaris. Ist ganz nett, sind mehrere Waffenprofile, die abgefeuert werden können, von hin bis, also vom Raketenwerfer bis hin zu Deckung ignorierend. Also ist für jeden Mann was dabei. Abfangen ist dabei. Hilft natürlich leider nur bei den wirklich bei den fliegenden Modellen, nicht bei den Kapseln, oder, weil die ja stationär danach werden, sobald die gelandet sind. Aber man hat auf jeden Fall Luftabwehr, also das ist schon von Vorteil. Ja, das war auch schon zum Thema Doom Crawler. Hier ist auch noch Maschinengewehr. Dann gibt es aber noch, wo waren sie denn jetzt? Waren die auf den anderen drauf? Waren die hier drauf? Die netten Gimmicks sind die Searchlights. Haben wir hier noch. Und ansonsten suche ich gerade noch das Cognis-System, was mir jetzt gerade gar nicht so. Ah, hier habe ich. Da habe ich. Da. Das ist das Cognis-System, was im Prinzip eine Stärke 10 DS1 oder auch DS2-Attacke im Nahkampf gibt. Zusätzlich It Will Not Die bekommt, also es stirbt nicht, kann jede Runde auf, also am Ende jeder Runde auf 5 plus einen Lebenspunkt regenerieren. Ist ganz nett, aber für 25 Punkte finde ich das schon ein bisschen happig. Ja. Ob man es ausrüsten möchte, ist natürlich die eine Sache, aber wenn man irgendwie für 135 Punkte schon oder 145 Punkte schon Waffen dran hat und man möchte nochmal für 50, 25 Punkte was da drauf packen, dann kostet so ein Doomcrawler schon mal schnell ein bisschen viel. Und da kann man lieber sich auf die Menge gesehen zwei mehr einpacken, Doomcrawler. So, dann haben wir hier den Tech Priest. Die beiden Blister. Auch hier hat man verschiedene Auswahlen, was zum Beispiel den Kopf angeht. Da haben wir einmal den, der mit so einer Haube auf dem Kopf, beziehungsweise so eine Kapuze. Der zweite Kopf ist hier, ihmchen, mit so einem etwas höheren Hut, Schirm, was auch immer. Ja, waffentechnisch haben wir ja einmal den Macro-Stabber. 5 Schuss mit Stärke 5 ist schon recht interessant. Ist auch die für mich am sinnigsten gespielte Waffe, da der Phosphor Serpenta, ja gut, hat 18 Zoll Reichweite und produziert auch einen Phosphor-Token, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie nicht so doll. Als Hauptwaffe ist hier einmal der Vernichtungsstrahler. Genau wie der von den Doomcrawler ist der auch reichweitenskalierend. Und der Wolkite-Blaster mit Stärke 6, DS4, wenn ich mich jetzt nicht irre, und hat so eine Art Seelenbrand. Nicht direkt Seelenbrand, sondern wenn eine Wunde durchgeht, also für jede erlittene Wunde, die durchgeht, bekommt derjenige eine weitere Wunde von dem Waffenprofil, also sprich Stärke 6. Ist ganz okay, weil es sind drei Wunden, die da durchgehen können. Also können auch nochmal plus zusätzlich drei Attacken. Und so weiter geht das dann. Ja. Ansonsten eine schöne Energieaxt haben wir hier noch dabei. Ein Servoschädelchen. Und Fingerpieks im Auge. Und seinen komischen Gebräu, was er auf dem Rücken hat. Ich persönlich finde, das ist ein ziemlich cooles Modell, muss ich sagen. Ich habe auch schon zwei Stück davon, aber ich werde mir wahrscheinlich auch mal einen umbauen. Muss ich mal sehen. Gibt ja so viele Umbauten aus dem Internet, aus den ganzen, was ich schon gesehen habe. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Sachen, die man noch daraus bauen kann. So, dann kommen wir zu den Rangern bzw. zu den Vanguards. Ganz viele verschiedene Waffen. Dazu sind hier einmal die normalen von den Rangern, die Standard-galvanischen Gewehre. Darüber ist auch direkt der Radium-Karabiner. Vorteil von den galvanischen Gewehren ist natürlich die Reichweite, 30 Zoll Schnellfeuer mit Stärke 4 DS4. Und die Ranger haben natürlich noch durch Deckung bewegen. Also schon sehr mobil
und können normale Infanterie, jetzt mal abgesehen von Space Marines, damit knacken. Ich persönlich finde aber die Vanguard mit den Radiumkarabiner besser. Aber halt besser. Also ich spiele sie halt lieber. Für mich persönlich da 3 Schuss, Sturm 3. Mit der Sonderregel Radium, wo jede Verwundung mit 6 einen zusätzlichen Treffer oder eine zusätzliche Wunde generiert, finde ich persönlich schon ziemlich mächtig. Besonders wenn man einen 10er-Trupp nur aus Vanguard spielt mit Radiumkarabiner, sind das mal eben so 30 Schuss. Ja, und die dann auf 6 dann noch weiter generieren. Ist zwar nur Stärke 3, aber die Masse macht's. Und ich habe es tatsächlich schon geschafft mit dem Radiumkarabiner. Ein Elder-Ritter Lebenspunkte abzuziehen, da jede 6 unabhängig vom Widerstand abgehandelt wird. Also die ist egal, wie hoch der Widerstand ist, die machen Schaden mit 6. Das ist verdammt stark. Und wenn man noch einen Omnispex mit reinnimmt, das ist, ja, ich suche. Dieses tolle Gerät bekommt der Gegner minus 1 auf Decker. Also es ist eigentlich ein Must-Have in jedem Vanguard- oder Ranger-Trupp. Also immer einpacken. Die 10 Punkte, ne? Lieber 2 Trupp-Vanguards und Ranger mit den Omnispecs ausrüsten, wie dieses Cognis-System von dem Doomcrawler. Ist meine Meinung, aber spielt ja auch jeder anders. Dann haben wir noch... wo haben wir das? Ja gut, ganz viele verschiedene Köpfe. Rückenmodule sind auch am Start. Mäntelchens. Ja, hier haben wir noch die Nahkampfwaffen von dem Alpha. Ein Taserstab, ein Power Sword. Dann der Arkmaul. Wie heißt der jetzt? Dieser Energiestreitkolben. Ist natürlich auch ziemlich stark. Ich glaube Stärke plus 2 oder 3. Und hat erschütternd die Sonderregel. Auch gar nicht mal so schlecht. Natürlich sind hier auch verschiedene Sonderwaffen drin. Leider nur im, also pro 10er Trupp eine Sonderwaffe von jedem. Also sprich einmal Plasma. Ist natürlich ein ziemlich starkes Plasma mit Sturm 3. Erhöht natürlich aber auch die Erhitzungsgefahr, muss man sagen. Hier ein kleiner Tipp. Wenn ihr ein Skitarii Manipel spielt, und ihr deklariert euren Kriegsherrn als Skitarii, dann packt den Dreier-Trupp mit Plasma in den Kriegsherrn rein. Weil der ganze Trupp bekommt Erzfeind. Das heißt, ihr dürft Einsen wiederholen und es überhitzt nicht. Das ist eigentlich eine ziemlich mächtige Sonderregel. Deswegen kann man das mal nutzen. Alternativ könnte man noch dieses schöne Gerät hier benutzen. Das ist ein Lichtbogengewehr. Das Lichtbogengewehr macht Impulsschaden und ist extrem stark gegen Fahrzeuge mit hoher Panzerung, da man ja im Prinzip gar nicht auf den Panzerungswert würfelt, sondern auf die Impulstabelle. Eins ist natürlich nichts, eins ist immer Versagen, aber 2 bis 5 sind Streifer und 6 sind Volltreffer. Das Starke an dem ist, wenn man den im 10er-Trupp spielt, 3 Stück davon und die in Schnellfeuerreichweite bekommen, sind das 6 Impulsattacken, die auf den Panzer einrasseln. Und ich glaube, der Mozzi kann auch ein Lied davon singen, wie viel Panzer er das schon weggefraggelt hat. Also, das tut dann auch schon mal weh, wenn dann ein Höllenhund vorfährt, vergisst, dass da so ein 10er-Trupp von steht mit diesen Waffen, die dann aus der Deckung rausgehen und dann, hallo! Und dann macht's bumm. Dann haben wir, ich suche gerade schon, die transsurische Arkebuse, die ist auf dem anderen. Das ist dieses lange galvanische Gewehr. Ist auch gut gegen leichte Panzerung. Also ich spiele sie gerne so zum Beispiel gegen Sentinels oder Rhinos. Halt so leichte Sachen. Die kann man immer gut damit kaputt machen, da die Panzerfluch haben. Stärke 4 Grundstärke ist natürlich so, aber 2W6 Panzerdurchschlag ist schon okay. Also damit kommt man dann schon bis auf 16 hoch. Durchschnittlich wirft man ja immer so eine 7. Also ein Sentinel kriegt man damit kaputt.
Und da dann auch schön immer mit Omnispecs mit rein und dann bekommt derjenige dann auch keinen 5er-Decker zum Beispiel, sondern einen 6er-Decker oder gar keinen Decker. Ja. Ansonsten Sonderregel Scharfschütze, DS2, präzise Schüsse etc. pp. Ja, präzise Schüsse, nochmal zu den galvanischen Gewehren, die haben auch alle die Sonderregel präzise Schüsse. Das heißt, man kann auch mit dem Trupp galvanischen Gewehren Spezialwaffen raus fokussen. Ist natürlich auch noch ein schöner Vorteil. Die Alphas, die können auch noch Spezialwaffen bekommen. Das sind dann einmal hier die Phosphorpistole. Entschuldigen, dass hier so ein doofes Licht ist, aber es ist schon spät abends und ich habe mir gedacht, ich mache noch spontan ein Video. Einmal ein Phosphorpistölchen, dann haben wir hier noch eine Lichtbogenpistole. Also im Prinzip sind das dieselben Profile wie die Gewehre auch. Und dann gibt es noch eine Radiumpistole, wenn ich die denn finden würde. Auf jeden Fall ist die existent. Ich sehe sie gerade nur nicht. Naja, auf jeden Fall gibt es noch eine Radiumpistole. Ja, da ist sie. Da, alles klar, da ist sie. Hat natürlich einen Vorteil, dass ihr durch die Pistolen zusätzliche Waffen bekommt. Jo. Das war Schleppi, hast du gut gemacht. Eine zusätzliche Attacke bekommt. Jo. Gut, das war es im Großen und Ganzen zu dem großen. Zu der Start Collecting. Gucken wir uns nochmal eben die Sonderregeln an. Hier noch Aufbauplan von den Vanguards. Aufbauplan von den Tech Priest Dominus. Hier hat man noch ein paar Sonderregeln, beziehungsweise nur die Werte. Dabei bleibt es dann auch. Also keine Waffenprofile, sondern nur die Werte. Ist natürlich der Tank, ne? Schön irgendwo im Trupp rein mit Breachern oder mit Destroyern rein und dann schön tanken lassen, den Kerli. Aufbauplan Tunecrawler. Der macht besonders viel Spaß aufzubauen. So viele kleine Einzelteile. Aber dafür habt ihr danach ein schönes Modell. Das muss man sagen. Ich mag diese extrem gerne. Jo, noch ein paar Aufkleberchen. Verschiedene Totenköpfe, Adeptus Mechanicus. Dann noch Regimenter oder Maniples, wie sie bei den Skitaris heißen. Hier das Mars-Zeichen ist auch noch am Start. Dann Bases, großes Base, Tech Priest Base und einmal das Base für die Transurische Arkebuse. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwie verlegt habe oder so. Ne, da haben wir doch. Auch auf dem Straßenverkehr, Schleppi. Da ist noch, sind noch die normalen Bases. Dominus Menipel heißt die Sonderregel. Zieldaten Upload. Zu Beginn deiner Schussphase wählst du eine feindliche Einheit innerhalb von 18 Zoll und in Sicht des Tech Priest Dominus dieser Formation. Für den Rest der Phase können Einheiten des Dominus Menipels misslungene Trefferwürfe gegen die von dir gewählte Einheit wiederholen. Ja, dafür braucht man einen Tech Priest. Eine Unit Skitarii Ranger und ein Ornagard Jungcrawler. Jetzt ist die Frage, darf man dazu jetzt keine Vanguard spielen? Also so wie es hier steht, nur Ranger. Das finde ich jetzt ein bisschen doof gemacht, aber naja, ist halt so. Wenn die das so wollen, ja, im Prinzip wird das interessant. Aber für mich wird es interessant werden ab der dritten Runde, wenn die ganzen Doktriner ausgelutscht sind, also wenn du keine mehr zur Verfügung hast, dann ist das natürlich interessant. Da du ja in den ersten Runden die Einsen zumindest wiederholen darfst. Ansonsten, ja gut, ist schon eine coole Regel, aber dafür einen Tech Priest, einen Skitarii Ranger und einen Jungcrawler als Formation zu spielen. Ich weiß nicht so recht.
Ich weiß nicht, was ich von der Formation halten soll. Es ist okay, also wenn man so ganz am Anfang steht zum Aufbau des Gitarris, dann ist die ganz okay. Aber wenn man weiterhin mal herguckt und die großen Sachen spielt, irgendwie zum Beispiel in Killglade oder Elimination Maniple etc. pp. Ist das natürlich dann so, ja, okay. Aber für den Anfang ist halt auf jeden Fall schon eine coole Formation, kann man gerne mal spielen, wenn man in kleinen und 1000 Punkte spielt. Ja. Okay, also das war es auf jeden Fall zu der Skitarii Box. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, ich habe eventuell demnächst auch noch mal vor, irgendwie für Skitarris und Edmech allgemein mal so ein paar Videos zu machen, welche Formation was bringt und wie man was spielen könnte. Halt so ein bisschen Taktik, auch wenn ich nicht gerade der Über-Skitarri-Spieler bin. Es gibt wahrscheinlich tausendmal bessere Spieler als mich. Aber ich kann es ja trotzdem mal machen. Und vielleicht lerne ich dabei selber noch ein bisschen was von euch. Bei euch gibt es ja bestimmt ganz tolle Spieler draußen, die mir noch ein paar Ratschläge geben können, wie ich die anderen noch ein bisschen ärgern kann. Ja, dann kommen wir jetzt aber auch mal zu dem Pelt-Tasts Upgrade Set. Das sind die Elite-Fernkämpfer, die jetzt bald rauskommen, beziehungsweise die jetzt rausgekommen sind. Gucken wir mal rein, was da so abgeht. Also ich habe die Helme schon gesehen und die sehen so ein bisschen aus wie die von den Vanguards. Also im Prinzip sind das sogar die Vanguards Helme. Na komm schon. Blablabla. Einmal entleeren. Ja. Also wie man sieht, ziemlich nette, hochdetaillierte Vanguard-Köpfe. Die gefallen mir sehr gut. Die werden im Prinzip nur an den noch ein bisschen, komm mal, weiß nicht, ob sie das scharf drauf hat, die Cam. Zu kleines Display. Ja, die im Allgemeinen ziemlich cool sind. Hier haben wir noch Rückenmodule, die neuen. Die kommen einfach an den Zehner-Trupp dann dran. Diese hier sind die Nahkämpfer unter von den Elite. Da sieht man hier schön an die Pistolen. Im Prinzip haben die so ein bisschen, würde ich die sogar als so ein bisschen Skitarii Stern Guard vergleichen, weil die nämlich drei verschiedene Schussprofile haben. Die Regeln, die gibt es ja schon runterzuladen. Und das wären dann zum Beispiel diese hier. Die haben vierer Rüster, sind unaufhaltsam, haben noch die Sonderregel Blind Barrage. Dazu kommen wir gleich nochmal. Klar, Feel No Pain 6 Plus, wie alle Skitaris. Doctrina Imperativ ist auch klar. Und von den Werten her tun die sich mit dem anderen, mit den normalen, oh, Entschuldigung, mit den anderen gar nichts. Ja, ein 10er-Trupp kostet 130 Punkte ohne Upgrades. Dann kann man den Alpha, kann man noch diesen Enhanced Data Theta mitgeben und das Omni-Specs für 10 Punkte. Diesmal sogar den Alpha und keinen normalen Kerli. Die Galvanic Caster, das sind die verschiedenen Waffenprofile hier. Auf 24, also Facet Burster ist das erste Waffenprofil mit 24 Zoll, Stärke 3, hat keinen Durchschlag, hat dafür aber 2-4 Salve, also ein 10er Trupp, wenn er stehen geblieben ist, sind halt mal 40 Schuss, die Shred haben, also reißend. Das ist schon viel. Und dann hätten wir noch Ignice Blaze auf 18 Zoll, Stärke 3. Durchschlag 5, schwer 1, verursacht Blind, Parabolic Shot und ist Deckung ignorierend mit einer 3 Zoll Schablone. Das ist schon Ouchens. Und Parabolic Shot heißt, dass man keine Sichtlinie braucht zum Schießen.
außer die sind in Gebäude drin. Und dann hätten wir noch den Kinetic Hammershot auf 30 Zoll Stärke 4, diesmal DS3, also richtig für Marines und hat rüstungsbrechend. Das ist ziemlich cool. Auf jeden Fall eine coole Einheit. Und Blind Barrage, das ist im Prinzip, dass in 18 Zoll darf man sich eine freundliche Einheit aussuchen und die bekommt Schleier. Das ist mächtig, würde ich sagen. Also damit kann man viel Kombos spielen. Wenn man die zum Beispiel auf die Infiltrator draufschmeißt, dann haben die Schleier und Tarnung oder ein paar Rustalkers ein bisschen schützen. Also da gibt es schon ein paar coole Kombos. Oder einfach sich nicht sich selber, aber die, zu denen wir jetzt kommen, weil das sind nämlich im Prinzip Nahkämpfer, die können das eigentlich auch gut gebrauchen. Weil die auch ein wenig. Oh, na komm schon. Caddies. Oh, da fallen schon die ersten Köpfe raus. Schon ein paar mehr Teile hier. Ja, das sind im Prinzip, wie man sieht, Nahkämpfer. Die haben so tolle Lanzen. Und dazu die passenden Schilde. Lanzenträger mit Schilde. Was haben wir hier noch? So Servo-Ärmchen. Ja. Köpfe, Rückenmodule sehen ziemlich identisch aus zu denen, die wir gerade schon hatten. Im Prinzip sind das dann halt so auch Nahkämpfer, die jedoch aber 12 Zoll Schuss haben, sogar tatsächlich. Ja, qualitätsmäßig ist das ein guter Guss auf den ersten Blick. Sieht alles sehr sauber aus. Gut, klar, die müsste man sich hier noch ein bisschen zurechtbiegen, aber das sieht eigentlich schon alles ganz gut aus, die Lanzen. Ja. Auch nicht viel Grad, also ist nicht übermäßig viel. Also ich persönlich kann jetzt nicht meckern darüber. Ein bisschen hat man ja immer. Deswegen, alles cool. Da sind wir zu den Hoplites, heißen die Jungen. Die haben eine Arc Lance. Die Arc Lance ist Close Combat. Im ersten Profil hat Stärke plus 1 und Durchschlag 4. Hat die Sonderregel Haywire, also Impuls. Also das ist auch schon, wenn 10 Stück davon im Nahkampf kommen, im Angriff sind da 20 Attacken mit Impuls. Also beziehungsweise wenn der Alpha noch draufhaut, dann kommt man ja noch 2 Attacken dazu im Angriff. Ansonsten hat das auch noch eine Schussattacke. Ist zwar nur 12 Zoll, Stärke 4 und DS5, aber ist auch Impuls. Also man muss nicht zwangsläufig im Nahkampf gebunden sein. Das Schöne an der Sache ist, es ist Assault, also kann man danach noch angreifen. Wenn der Panzer bis dahin nicht schon Schrott ist, danach ist er Schrott. Und es ist noch Concussive. Concussive ist erschütternd, meine ich. Ansonsten gibt es hier noch ein Mech Inverter Shield. Das ist das Schild, was sie haben. Das bringt denen einen 5er Rettungswurf. Ansonsten haben die eine 4er Hose, ein 6er Feel No Pain und sind unaufhaltsam. Ebenfalls können sie Omnispecs und einen Enhanced Data Täter bekommen. Ja, dazu kommt dann, dass die Hoplites noch das Kyropratis Field Generator dazu bekommen. Das ist dieses schöne Teil hier oben. Das bewirkt, dass wenn die Einheit aus mindestens 5 Modellen besteht, dass man Rüstungswürfe von 1 wiederholen darf. Sollte dazu die Einheit aus 10 Modellen bestehen, wird die Stärke der beschießenden Einheit, also wenn jetzt Space Marines mit Bolter drauf schießen, auf minus 1 reduziert. Also sprich, schießen nur mit Stärke 3. So,
Das ist auch, kann beim Widerstand von 3 schon gut sein. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist auf 4. Dann hat man 4er Rüster, noch ein 5er Retter, dazu noch ein Feel No Pain. Ja, das macht die schon ein bisschen widerstandsfähiger zu den anderen Skitaris. Ist natürlich schon von Vorteil. Ja, ebenfalls Elite-Auswahl und kosten 140 Punkte, das entspricht 10 Punkte mehr als die anderen. Aber ist schon eine ziemlich starke Anti-Panzer-Infanterie, ne? Wenn man sieht, auf 12 Zoll darf man schießen, danach noch chargen und dann noch im Nahkampf. Also ich glaube, da stehen nicht mehr viele Panzer danach. Das ist schon mächtig. Ja, so von den Werten her alles im Prinzip wie die anderen Skitaris auch. KG4, BF4, KG3, BF4, Stärke Widerstand 3, eine Wunde, also ein Lebenspunkt, 3 Ini, eine Attacke, außer der Alpha der 2 Attacken. Ja, ansonsten. Auf jeden Fall, Fazit, ich würde sagen, ich werde sie definitiv spielen. Coole Auswahl. Auf jeden Fall eine schöne Alternative zu den Ruststalkern und zu den Infiltratern. Ich spiele die super gerne. Und ich schätze mal, die kann man auch gut miteinander verbinden, wenn man jetzt die Pelsatz nimmt und die mit den Infiltrator zum Beispiel verbindet. Da haben die Schleier und Tarnung. Oder, also einmal im Spiel durch diese Blind Barrage. Gibt wahrscheinlich einige coole Kombis, dadurch, dass die auch alle von den Doktrinen, also Doktrina Imperativa, profitieren, macht es denen natürlich, macht sie natürlich noch ein bisschen eine ganze Ecke stärker. Ja, also das war's dann von mir. Könnt mir gerne einen Comment drunter lassen, wie ihr das fandet, ob das ja, zu undeutlich war, zu undeutlich geredet, etc. pp. Ihr wisst ja, jede konstruktive Kritik bin ich dankbar drüber. Ansonsten liked uns bei Facebook unter Tablefighters Ruhrpott. Lasst uns ein Like da, kommentiert fleißig. Ihr seid ja momentan richtig fleißig dabei, also Hut ab, Hut ab. Macht weiter so, wir freuen uns darüber. Und wir geben uns wirklich alle Mühe, um alles zu kommentieren und auch zu beantworten. Ansonsten würde ich mal sagen, bin ich raus. Wünsche euch noch einen schönen Abend für diejenigen, die sich das abends angucken. Einen guten Start in den Tag. Oder allgemein einen schönen Tag. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und peace out. Ich bin raus. Tschüss.